Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte England Fury. Wir werden gerade noch mit dem Stumpen wegfäsen. Und dann versuchen wir mal zu pflanzen, wie das geht. Wenn das geht, ist gut. Wenn nicht, dann haben wir ein paar Fällen nebenbei. Aktuell wird noch gedüngt. Und sobald das Düngen fertig ist, muss Unkraut bekämpft werden. Da nimmt ja nicht viel auf, ne? 5%, 9%. Oder ist einfach unten voll. Ist ja auch egal. Ich muss hier meinen Hänger erholen. Also langsam wird's hell. Wir machen noch zwei. Und dann geht es zum Pflanzen über. Wenn Pflanzen geht, wenn nicht, werden noch ein paar Bäume gefällt. Aber erst wollen wir welche kaufen. Den machen wir auch gleich weg. So, Pflanzen. Mal sehen, ob es geht. Ups, Beule. So, das heißt, vorne aus hochheben, hinten aktivieren, senken, hey, und schauen wir mal. Ja, es gibt zu viele Bäume, fällen es einige. Ja, ja, gut, okay. Dann fällen wir erstmal. Aber das hat befürchtet. Aber das macht nichts. Wir werden erstmal welche verkaufen. Der Stumpen ist ja weg. Fangen wir vorne an. Wir müssen mal schauen, was wir jetzt das hinbekommen. Epsilon. Boah, 3 Meter oder so was gewesen. Oh, oh, ja, B, stopp. Start. Ja, left, oh left, oh rechts, nehmen wir left, x, start, die ersten 4 sind wohl Englisch, Radima und Spanngurte und das alles ist auf Deutsch. Anders verstanden mit dem Fahrzeug Anhänger verbunden, wo eigentlich auch nicht. Start. Müsst ihr alle jetzt aufladen. Schauen wir hier. Gut, das Left ist rechts. Ja, das ist okay, ich bin schlauer geworden. Ist ja kein Problem.
so ein Stumpen drin. Also. Da haben wir nochmal entladen müssen. Ach, die Sonne geht auf. Wie schön. Das ist hier beim Düngefritz hier gar nicht. Eigentlich den Mod drauf gehabt für mehr Bäume pflanzen. Ja gut, okay. Wenn nicht, auch nicht Tages. Chaos, okay. Machen wir wieder ab. Dann machen wir weg. So, jetzt machen wir wieder auf. Ordentlich und ordentlich. Je mehr unter dem Bereich liegt, umso besser. Das ist schon bald zu viel. Aber die zwei können noch auf. Da, da, da. Das passt. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Drei. Bei neun, die Hälfte. Können wir bis mehr nach hinten gehen? So, mal zaubern, ne? Zack, zack. Gut aus. Ich hoffe, der Ton passt. Dass ich nicht so laut bin. Ist immer die Gefahr. Bei neuen Geräten. Raus. Diesen haben wir noch. Nehmen wir den kleinen Häufchen von links weg. Rechts. Das kleine Häufchen. Da haben wir noch einen. Einsam rumliegen. Aber nach rechts. Ja, da kommt er ja. Der Kursbefahrer arbeitet immer, der meckert nicht, der murrt nicht. Ja, gut. Mal an. Er darf ganz gerne den hinteren verlieren. Und aus. Fahren wir zum Sägewerk und verkaufen mal den Schwung Holz. Oh ja, wir haben eine laute Fahrerei von mir. Oh je. Überbreite. Mal Licht anmachen hier, Position hier drücken. Was den Warnblink angeht, hier die Warnleuchte. Oh, ich bin wieder so schnell. Das ist gefährlich. Die Waterboard umgefallen. Oh, bloß nicht. Lass ihn mal rollen.
Glaub mir, das ist den anderen scheißegal, ob ich nur mit Warnlicht fahre oder Blaulicht oder Grünlicht. Würde keine Wirkung sein. Da wird ein schöner Verkauf. Hoffe ich jedenfalls. Aber wir müssen ankommen, ne? Wenn wir nicht ankommen, haben wir Schere rein. Beziehungsweise dann muss ich bergen. Und bergen ist eine Schiete. So. Entschuldigung. Da liegt noch ein Balken. Nicht einsteigen. Ach, BGH-Geld. Das war einmal 25.000. Die erste Hälfte. Oh, nicht schlecht. Ob ich den heben kann? Schwer. Wieder gekauft. Zusammen ungefähr 50.000. Aber wir können mal das Objekt mal versuchen, einen LKW zu schieben. Das ist ja Objekt, Holzstamm. Der scheint nicht da zu liegen, wo er liegen könnte oder müsste. Also meistens da, wo er nicht rüberfahren soll, da geht das gar nicht. Könnte sein, es klappt. Ja, 1400. Fast 1500. Aber weg ist er. So, jetzt können wir zurückfahren. Beton gemacht, nicht Beton, Betongo. Betongo. Der Pulli wäre nervös. Oh, Beton kommt, Beton kommt. Weil ich so nervös ist, weil er selbst bestellt. So, jetzt fahren wir schnell Pulle zurück, volle Pulle, und dann geht er. Wahrscheinlich mal fällen, mal sehen. So, angekommen. Machen wir die Position aus. Licht können wir ausmachen. Ist ja nur hell. Gucken wir mal, ob der Fuzzi macht für Düngen. Dass alles klappt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hat er schon mal nachgefüllt? Wenn nicht, haben wir noch nicht gesehen. Aber Düngen ist fast fertig. Ist noch mit ein bisschen was. Okay. Müssen wir bald reparieren. Als nächstes werden wir uns um Dünger, Gras, achso. Derzeit werden wir noch ein bisschen Holzfäller machen. Denn sobald er fertig ist, können wir ja
Oh, ruckzuck geht das hier. Ratzifatzi. Mal sehen, was wir nächstes machen. Sobald der mit dem Düngen fertig ist, wird hier Unkraut bekämpft. Und damit auch bald die Ernte kommt. Auf 460. Dann haben wir auch wieder Einnahmen. Außer vom Holz. Da war einer gegen den Bauplan gefahren. Bums! Ja, mal lieber leicht Kotzstein, bevor die mir noch auf die Straße mitreißen. Also fahrende Objekte hier sind hier wie Beton. Aber das ist allgemein so. Das ist nicht nur auf der Karte so. Da hast du keine Chance. Immer der Borg, hier wäre noch drin, ne? Und schon fleißig geschafft. Lohnzahlung. Geht vorwärts. Wir haben noch Kaffee da. Kuchen übrigens auch. Oder er sieht wieder. Brauchen wir noch Klecker. Oh, fertig.
So, nach und nach machen wir den Wald alle. Und ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Dann sehe ich, dann sage ich mal gerade kurz Tschüss und Winke-Winke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like, auch gerne über ein Abo. Ansonsten hört und sieht man sich zur nächsten Folge, das wäre gerade nett, wiedersehen würden. Dann sage ich Tschüss und Winke-Winke. Bye bye.